Hallo meine Lieben, heute backe ich einen Rollerkuchen mit körniger Käse. Gleich zeige ich Ihnen alles, wie mache ich das. Hier habe ich Körnkäse, das sind 400 Gramm, Vanillezucker 8 Gramm, 3 Esslöffel Schmand. Mein Schmand ist 24% Fett, 80 Gramm habe ich hier Zucker, 40 Gramm Speisenstärke und 80 Gramm, ja, das ist für den Käse. Und für den Teig brauche ich auch noch 80 Gramm Weizenmehl, 5 Eier, 3 Esslöffel warmes Wasser, Zucker habe ich hier 80 Gramm, 40 Gramm habe ich hier Kakao, Backpulver, das ist ein Teelöffel, so eineinhalb, ja, ein Teelöffel, ein bisschen mehr. Und Vanillezucker auch brauche ich noch. Zuerst mache ich den Füllung, das ist so ein Roller, 2 in 1 mit Hüttenkäse. Ich mache zuerst mal das bisschen alles fein, mit Stampfmixer so. Dann habe ich so einen kleinen Stampfmixer. Man kann sie auch durch ein Sieb machen. Alles klein. So, den Käse habe ich so ganz fein gemacht. Jetzt kommt Schmand hier rein. Und verstampfe ich auch alles das in einer Masse. So, jetzt kommt auch das Ei hier rein. Und den Zucker. Das alles wieder in eine Masse durchschlagen. Den Vanillezucker auch hier rein. Speisestärke. Das ist zuerst mal so mache ich. So, die Masse. Käsemasse ist fertig. Jetzt kommt das in ein Blech rein. Ich habe mein Blech genommen vom mein Backofen. So. Okay. Das muss man ganz, ganz dünn verstreichen. So, jetzt mal so. So. So, jetzt ganz, ganz gerade und das muss überall gleichmäßig dick sein. Wo ist weniger, können Sie ein bisschen so nachziehen. Ich habe so einen Spachtel genommen. Das jetzt dreht so das um. Noch ein bisschen so. Wo sehen Sie, vielleicht ist ein bisschen zu wenig, dann ziehen Sie das ein bisschen in die Ecke so. Das wird auch gleichmäßig dann sein. So, das stelle ich jetzt zur Seite und jetzt mache ich meinen Teig zuerst mal fertig. Den Backofen mache ich gleich schon auch an. Bis der Teig ist fertig, mein Backofen muss sich aufwärmen. So, das stelle ich zur Seite. Den Teig mache ich in meine Küchenmaschine. Sie können auch mit der Handmixer
machen. Das ist nicht unbedingt in die Maschine machen. So, jetzt kommen wir zuerst mit die Eier rein, 5 Eier. Und ich mache das auf kleine Stufe zuerst mal ein bisschen. Schlage ich sie ein bisschen durch so. Jetzt kommt der Zucker rein. So, die Eier habe ich so weit geschlagen. So sieht das alles jetzt aus. Gleich zeige ich Ihnen. Ich muss das aufsehen. So. Und jetzt hier rein kommt Backpulver, Mehl und Kakao. Das muss ich alles durchsieben. So, in ein Sieb gebe ich jetzt Mehl rein. Kakao. Und den Backpulver. Das vermische ich das ein bisschen so. Ich mache schon jetzt mit einem Löffel oder wie. So. Und mit so einem Schrauber oder wie heißt das, weiß ich nicht. Das verrühre ich alles so. Immer von unten nach oben, so mache ich das. Das Mehl muss alles verrühren sich. Den Backofen, wie gesagt, habe ich schon angemacht, auf 180 Grad. Zum Aufwärmen. Hier rein kommt auch das Wasser, die 2 Esslöffel. Und vermische ich das alles. Noch einmal durchmischen, alles gut. So, den Teig habe ich ganz durchgemischt, jetzt kommt er oben drauf. Und auch alles ganz gut durchstreichen. Gleichmäßig auseinanderstreichen, so. So, und jetzt ganz wieder alles so durchstreichen. Wir müssen alles wieder gleichmäßig verteilen. Und jetzt kommt das in den Backofen rein. Auf 180 Grad, auf 30 Minuten. Aber Sie müssen auch gucken auf Ihren Backofen, wie backt Ihr Backofen. Immer ein bisschen nachgucken, die Zeit. Vielleicht brauchen sie weniger Zeit oder länger, ich weiß nicht. Ich mache zuerst mal auf 30 Minuten und dann, wenn ist das fertig, dann ist fertig. Wenn nicht, dann lasse ich noch ein bisschen drin stehen. Aber ich glaube, bis 30 Minuten ist alles schon fertig. So. Brauchen nicht so lange drum schmieren. Der Teig liebt ja sowas nicht. So, jetzt im Backofen für 30 Minuten. Wir warten. So, das ist fertig gebacken. Jetzt habe ich hier schon ein Brett genommen und Backpapier. Jetzt lege ich das so drauf. Genau. Ich habe ihn noch auf ein Blatt Papier drauf gelegt, umgedreht. Jetzt nehme ich ganz vorsichtig das Papier ab. So. Eis. Jetzt rolle ich das so zusammen mit dem
Papier immer so ein bisschen. Und nach. So, noch ganz alles heiß. So. Lassen wir das ein bisschen so liegen. Ich habe schon auf eine Platte draufgelegt und jetzt streue ich ein bisschen mit Puderzucker. So. So ein Kuchen habe ich heute gebacken, Rollkuchen. Das schmeckt sehr, sehr lecker. Mit Käse, mit Körnkäse. So, sieht das alles jetzt aus. Der ist noch ein bisschen warm. Aber ich habe schon das alles gemacht jetzt. Jetzt schneide ich ihn an. Der ist weich. Ganz schön. Und gucken wir, wie sieht er innen drin aus. Der ist noch ganz heiß. Sehen Sie, das dampft noch. So sieht das innen drin aus. So. Er sieht schön aus und er schmeckt auch lecker. Mir hat das Ihnen gefallen, können Sie ausprobieren mit Hüttenkäse. Das schmeckt sehr, sehr lecker. Können Sie auch Speisenquark nehmen, das geht auch. Dann brauchen Sie nicht mit so einem Stabmixer das alles durchrühren. Können Sie einfach mit Löffeln oder mit Gabel alles durchrühren. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie mit mir auf meinem Kanal. Wenn hat das Ihnen gefallen, abonnieren Sie meinen Kanal. Schreiben Sie mir Kommentare. Ich warte immer auf Ihre Kommentare und bis nächstes Mal. Alles Gute. Tschüss.